Willkommen in Mainz, der Stadt der Lebensfreude. Wenn hier ein Bus ruckartig anfährt, wird geschunkelt. Und so fröhlich arbeiten auch die Wirtschaftsprüfer der Wohnbau. Nach der Devise, die Sonne scheint zum Fenster rein, hak's ab, es wird schon richtig sein. Mainz war die Stadt der Wissenschaft, haben ein Schnakenvertilgungsmittel entdeckt. Es töte die Schnaken nicht, macht sie aber sexy, können sie paarweise erschlagen. Bei einem Rundgang in der Mainzer Altstadt fragte ein Japaner eine attraktive Frau, what your name? Sagt sie 100 Euro, wie immer. Was wollen Sie aber auch von einer Stadt erwarten, die sich durch abzockende Radarkontrollen und Hundesteuer finanziert? Denn wie steht schon in der Bibel, Mainz ist die Rache. Das ist die Folge von Schäubles Fiskalbulimie. Schäuble hat die Gabe, uns Bürger so auszunehmen, dass wir das Gefühl haben, wir hätten es uns so gewünscht. 55 Milliarden Rechenfehler nennt Schäuble ein Missverständnis. Mit dieser Regierung kann kein Anlagebetrüger mithalten. Da lege ich mein Geld lieber in Steuern an, dann weiß ich wenigstens, dass diese bald wieder steigen. Laut Brüderle rechnen 25% der Deutschen nicht mehr mit dem Taschenrechner, sondern mit dem Schlimmsten. Auch die Griechen könnten nicht rechnen, mein Brüderle. Die behaupten, die Akropolis sei 2500 Jahre alt und wir haben doch erst 2012. Und deshalb werden auch keine Euros nach Athen getragen. Wie sagt er, auch wenn die Grieche vor uns Grieche, Grieche, die Grieche nix. Rössler kommentierte, Steuerhinterziehung ist in Deutschland Volkssport, in Griechenland olympische Disziplin. Denn es behauptete schon der Sowieso-Krates, der Grieche ist ein Demokrat, es sei denn, er kommt von der Demokrat. Aber regen Sie sich nicht auf, Europas Rettungsschirm ist nicht Ihr Geld. Das ist das Geld Ihrer Ur-Ur-Urenkel und die lernen Sie sowieso nicht kennen. Und wenn Sarrazin recht haben sollte, wird es dann auch kein deutsches Problem mehr sein. Auch die jungen FDPler ändern das nicht. FDP-Förderung der Pubertät. Bei der Vereidigung von Rössler, Lindner und Bahr wurden diese entgegen anderslautenden Meldungen nicht von ihren Eltern begleitet. Während Grönemeyer sang Kinder an die Macht. Zeuge der Nottaufe war Dirk Niebel. Der muss immer dreimal so viel versprechen, als wahr ist, denn mehr als die Hälfte glaubt dem sowieso niemand. Gegen den war Gutenberg der Gralshüter des Urheberrechts. Applaus 105% der Bildleser wollen, dass Gutenberg wieder in die Politik kommt. Denn ein guter Jockey aus Bingen müsste nicht vorher Pferd gewesen sein.
Angela Merkel hätte nichts dagegen. Zusammen mit Sarkozy schweißt sie die Brücke Europas. Und bei Brücken wird jede Niete gebraucht. Wer nicht für Merkel ist, ist gegen Merkel. Und wer gegen Merkel ist, ist nicht mehr lange. Als Physikerin hat sie schon manches Teilchen beschleunigt. Selbst die Chinesen haben beim Anblick ihrer Klamotten beide Augen zugedrückt. Der schwarz-gelben Regierung fehlt ein roter Faden für ihre grüne Politik. Und ausgerechnet Kubicki behauptet, früher haben die besser verdienenden FDP gewählt. Wer heute FDP wählt, hat es nicht besser verdient. Apropos verdient. Als die Kuh Yvonne in Bayern abgerückt war, gab es in einem Monat 50.000 Eintragungen in Facebook. Zur gleichen Zeit waren es bei Angela Merkel nur 20.000. Da sieht man, eine Kuh, die abhaut, ist beliebter als... Ursula von der Leyen. Bei ihrem heiligen Gesichtsausdruck glauben selbst die Protestanten an die unbefleckte Empfängnis. Jetzt käme Wulff. Aber wollt ihr das wirklich noch hören? Okay, für die paar wenigen. Unser Bundespräsident Wulff mit dem Blick eines Valium-Testers hätte wissen sollen, der Wunsch, klug zu erscheinen, verhindert oft, es zu werden. Denn Menschen, Freunde sind Menschen, die dir selbstlos schaden. Sie empfehlen, gehe in die Politik oder werde korrupt oder beides. Ein deutscher Bundespräsident steht über allem und bei der jetzigen übersteht alles, dachte ich bis heute. Die Gutmenschen wussten, Wulff geht mit der Zeit. Und jetzt hat sogar der Hüter der Moral sein Ziel erreicht, die Bild-Zeitung. Das erinnert mich an Pofalla. Pofalla, die Fortsetzung der Lethargie mit parlamentarischen Mitteln. Bei diesem Türsteher der CDU weiß man nie, ist der zuständig oder ständig zu. Dies belegt auch seine Äußerung zu Wolfgang Bosbach, dem Robin Hood vom Bergischen Land. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, Sie haben es gehört, aber wir, lieber Herr Bosbach, heißen Sie in Mainz auf das herzlichste Willkommen. Sie kennen doch den Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag. Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. So auch die Wahl zum regierenden Bürgermeister in Berlin. Mein Gott, wenn ich an Willy Brandt und Richard von Weizsäcker denke, das waren noch Staatsmänner. Heute holen Piraten mit dem romantischen Zugang zum Leben 6%. Nach dem Motto, wir haben zwar von Politik keine Ahnung, aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wobereit wurde wiedergewählt, nicht nur zum Bürgermeister, auch 2011
zum 8 bestgekleideten Herrn. Bei den Damen belegte er Platz 3. Elf Jahre hat sich die SPD zielstrebig von sich selbst entfernt, denn ihre Bildungspolitik lautet, jeder kann alles, wenn nur das Niveau entsprechend gesenkt wird. Gesenkt werden sollen auch die Schulden in unserem Haushalt durch Werbung im Bundestag. Eine Art Bandenwerbung, also jede Partei eine Bande. Nach dem Motto, diese Entgleisung des Außenministers wurde gesponsert von Becks. Den Eklat der Abgeordneten Künast verdanken wir Haribo. Angela Merkel 24 Stunden frisch, dank 8 mal 4, 24, so rechne die. Und die letzte Rede von Helmut Schmidt wird Marlboro beigepackt. Und auf den Helmen der Soldaten steht Milchschnitte. Das freut sogar den sparsamen Kretschmann. Kretschmann, den Messias von Stuttgart 21. Der Mann, der Baden-Württemberg rettet, der Zwiebeln zum Weinen bringt, der bei Praktiker 20% erhält, sogar auf Tiernahrung. Claudia Roth, die Empörungsbeauftragte, jammert unterdessen, das waren noch Zeiten, wo der Sex schmutzig und die Luft sauber war. Heute übertönt das Läuten der Dunstglocken den Husten der Vögel. Bei den Mengen von Antibiotika sollten Hähnchen nur noch gegen Rezept verkauft werden. Aber auch der solarbetriebene Ausflugsdampfer Jürgen Trittin ist voller Weisheit. Er weiß heute nicht mehr, was er gestern wollte. Wie ich stehe, ötzte mir. Eins sind die Grünen gegen den Strom geschwommen, heute verkaufen sie ihn. Und in Brüssel haben sie nicht nur die Glühbirnen verboten, sondern anscheinend auch die Fassung verloren. Da lobe ich den Verkehrsminister Ramsauer. Jetzt will er, dass man in Bayern tagsüber mit Abblendlicht fährt. Und wenn sich's bewährt, auch nachts. In Garmisch hat man jetzt ein Schild aufgestellt, Achtung Nebel. Was ein Quatsch, entweder ich kann das Schild lesen oder es ist Nebel. Im Nebel stochern auch die Prominente im Dschungelcamp, auf der Suche nach sich selbst, aber keiner hat was gefunden. Nach dem Motto, ist die Birne noch so hohl, you my heart, you my soul. Xavier Naidu, der singende Beweis, dass es den Wachturm auch auf CD gibt. Der große Philosoph Lothar Matthäus kommentierte das Buch von Philipp Lahm. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Matthäus schulische Einstellung, lieber 75 Minuten geschämt als ein Jahr gelernt. Der schreibt Renaissance, als hätte sie gar nicht stattgefunden. Ich stehe in diesem Hohen Haus im verflixten 7. Jahr unter Merkel. Ministerin Schröder jammert, es werden anscheinend immer mehr Rentner geboren. Wenn die Riester-Rente nur bis 90 greift, ja, wer zahlt dann im Alter?
Denn die Rentner von heute sind fit. Statt betreutes Jodeln im Kugidenzschnübschen und dank Doppelherz auf Ex haben sie die Kraft der zwei Bretter und flitzen mit ihren Inlinern durch die Innenstadt, da kommt selbst Essen auf Räder nicht mit. Für die noch etwas Älteren gibt es jetzt Rollatoren mit Navigation. Einfach zu bedienen, zwei Knöpfe, fort und heim. Letzt gab's Ärger, einige waren falsch programmiert. Vor jeder Konditorei ertönte, Ziel erreicht. Aber das missfällt unserem Gesundheitsminister. Wenn er in die Apotheke geht und sagt, ich bin der Herr Bar, antwortet der Apotheker, dagegen habe ich nichts. Aber dafür habe ich einen guten Rat. Auch Politiker sollten bei Zeiten statt Bauch, Beine, Po lieber mal Kopf, Hirn und Mund üben. Stellt euch doch mal vor, wenn die Merkel krank werden sollte, wird Rösler Chef. Da wünscht man der Kanzlerin doch beste Gesundheit. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst sein Schaf und sagt, das war's.